herzlich willkommen auf unserer Schweden-Rundreise, Vlog Nummer 33. Überraschung! Was ist denn? Na, ich habe eben in die Kamera gesagt, wir melden uns wieder in Trelleborg. Ist auch richtig, aber nicht, dass wir noch mal hier stehen und übernachten, sondern wir haben jetzt mal am Fährhafen gefragt, ob wir nicht einfach doch die Fähre nehmen können. Einen Tag früher jetzt, weil wir hier gerade sind und ja, bevor wir jetzt hier noch einen Tag irgendwie rumhängen, das Wetter ist jetzt auch nicht so dolle, fahren wir heute mit der Fähre. Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt artet das natürlich ein bisschen Druck hier aus. Die geht in einer Stunde. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Brote schmieren, Sachen packen und uns fertig machen für die Fähre. Gar nicht vorbereitet, gedanklich. Also, schaffen wir jetzt was. Ei. Willkommen auf der Fähre Robin Hood von Trelleborg nach Travemünde. Ja, wir sind auf der Robin Hood Fähre gelandet. Da waren wir jetzt noch nie. Vom Aufbau finde ich die auch für den ersten Eindruck für uns als Familie mit, vor allem mit Hund, am schlechtesten. Irgendwie hat man das Gefühl, die ganze Fähre besteht hauptsächlich aus Kabinen. Und dann gibt es das Restaurant, in dem man nicht sein darf mit Hund. Und hinter dem Restaurant ist dann so ein Aufenthaltsbereich, der wirklich schön aussieht, gepflegt ist. Da darf man dann mit Hund sitzen. Und Hunde-Pipi-Stelle ist aber komplett ganz hinten rechts auf der Fähre. Muss man wieder durch die ganze Fähre durchlaufen. Und die Kinder haben auch nur so ein Räumchen mit 5 Stühlen, einem Tisch und einem Fernseher drin. Auf kleinstem Raum. Also ist jetzt, finde ich, vom Aufbau, von der Art her, nicht die dollste Fähre. Ja, was bei der Fähre irgendwie aber schöner ist, ist der Außenbereich. Also vielleicht ist die Fähre besser zu empfehlen bei Sommer-Sonnenscheinwetter. Denn im Außenbereich sind überall verteilt ganz viele Bänke mit Tischen und du kannst hier von vorne bis hinten entlang über die ganze Fähre laufen. Und das ist natürlich ja auch schön. Das kannst du auf den anderen Fähren nicht. Da hast du das Sonnendeck, da musst du dich innen drin durchwühlen und hast dann oben das Sonnendeck, was recht groß und großzügig ist. Aber mir gefällt es irgendwie besser, wenn innen so ein bisschen mehr Sitzecken und Sitzmöglichkeiten sind. Jetzt gucke ich gerade mal, ob man hier irgendwie zu diesem Hundebereich von hier irgendwo kommt. Jetzt bin ich schon gleich in der Captain Area hier oben. Robin Hood. Ja. Upsili. Hui, hei. Da habe ich doch die Stelle gefunden für den Murphy. Ich dachte, wir fahren morgen, hat er heute noch mal eine schöne große Essensportion bekommen. Mal gucken, ob er da Bibi macht nachher. Ah ja, gibt sogar ein kleines Bäumchen, ne? Oder ein Stämmchen. With
die Fährfahrt dauert von Travemünde nach Trelleborg oder umgekehrt, wie auch immer, 7 bis 8 Stunden ungefähr. Wir haben im Dezember schon gebucht gehabt, für Hin- und Rückfahrt 280 Euro gezahlt. Auf der Hinfahrt hatten wir aber eine Kabine. Auf der Rückfahrt habe ich gesagt, na, wenn wir zwei Erwachsene sind, dann brauchen wir nicht unbedingt eine Kabine. Dann können wir uns auch immer so ein bisschen abwechseln mit Aufpassen der Kinder und an so einem Platz bleiben. Spontan haben wir mal geguckt. Jetzt hätte uns die Rückfahrt, wenn wir es spontan gemacht hätten, hier nur 100 Euro gekostet. Das ist natürlich ein Riesenunterschied nochmal und sowieso total günstig. Ganz extrem, weil manche behaupten ja immer, ach, viel günstiger über Öresundbrücken und keine Ahnung was. Also ich glaube, für 100 Euro kommst du in unserer Größe mit Wohnmobil, mit Spritgeld und Brückengebühren und so weiter, kommst du locker über 100 Euro für eine Fahrt. Ja. Was mich persönlich ja total geärgert hatte, ist, dass wir über Direct Ferries gebucht hatten und die haben es bei TT-Line irgendwie verrafft mit der Personenanzahl. Auf der Hinfahrt war Caro dabei, obwohl in meiner Buchung bei Direct Ferries ist Caro nicht auf der Hinfahrt dabei, sondern nur auf der Rückfahrt. Also habe ich es rausnehmen lassen an der Rezeption auf der Hinfahrt. Und was ist natürlich auf der Rückfahrt passiert? Naja, da war sie jetzt natürlich wieder nicht drauf, obwohl sie damals drauf war. Und weil sie nicht drauf war, hat TT-Line von uns 6 Euro extra verlangt, weil schließlich Caro sonst nicht mitfahren könnte und sie ja nie auf der Liste steht. Also jetzt haben wir doppelt sozusagen gezahlt, einmal bei Direct Ferries und TT-Line wollte nochmal. Und TT-Line sagt, wir sollen uns jetzt bei Direct Ferries beschweren gehen. Ich meine, wegen 6 Euro mache ich da eh nicht rum, aber es ist einfach eine Frechheit. Also sowas geht gar nicht, finde ich. Wir hatten damals im Dezember, um es möglichst günstig zu halten, übrigens nicht das Flex-Ticket genommen. Das hat damals, ich weiß es nicht mehr genau, aber es hat echt viel extra gekostet, das Flex-Ticket zu nehmen. Und wir haben ja diesmal trotzdem umgebucht gehabt und sind einen Tag früher gefahren und haben jetzt für die Umbuchung 40 Euro gezahlt. Also in meinen Augen, wenn ich mich dann damals richtig erinnere, hätte das Flex-Ticket auch nochmal mehr extra gekostet und so hat die ganze Umbuchung auch nur 40 Euro extra gekostet. Was natürlich, finde ich, jetzt im Verhältnis gesehen ein Haufen Geld ist. Aber wir wollten jetzt einfach, wir sind hier bei Trelleborg angefahren und es hat dermaßen am Meer nach Algen gestunken. Also es ist ganz oft an manchen Küstenabschnitten und heute war es ganz extrem hier in Trelleborg. Das hat dermaßen nach Algen gestunken. Es war nicht auszuhalten. Und deswegen haben wir gesagt, ey, jetzt fragen wir einfach mal an der Fähre, ob wir da spontan heute schon fahren können. Und dann passt es auch. Als Erfahrung und als Tipp würde ich es das nächste Mal anders machen. Ich würde eigentlich mit der Fähre nur noch abends fahren, eine Kabine nehmen, weil die echt nicht viel extra kostet. Ich glaube, hat auf der Hinfahrt 25 Euro gekostet, eine Kabine extra zu nehmen. Und dann kann man abends zur Fähre kommen, nimmt sich gemütlich die Kabine, muss nirgendwo rumsitzen, rumlungern, die Zeit geht nicht um, kann dann auf dieser Nachtfahrt, diese 7-8 Stunden, kann gemütlich schlafen, hat keinen Urlaubstag verschwendet, weder auf der Hinfahrt noch auf der Rückfahrt, kommt morgens ausgeschlafen an und kann gleich mit seinem Urlaub beginnen oder ist bei der Rückfahrt wieder zu Hause. Also das würde ich versuchen, das nächste Mal einfach anders zu machen, wenn es irgendwie geht. Nachts an die Fähre, dann Kabine nehmen, schlafen. Und dann passt es ja auch mit diesen 7-8 Stunden, dass man da auch geschlafen dazwischen drin, finde ich eigentlich super. Eigentlich alles andere ist total blöd, das anders zu machen. Das war's von unserer Schweden-Wohnmobil-Rundreise 2020 hier in der Hafeneinfahrt von Travemünde. Verabschiede ich mich von euch, bedanke mich im Namen der ganzen Familie, mich bei euch fürs fleißige Zuschauen unserer Videos. Wir haben ja ein paar ganz fleißige, von denen wir wissen, die regelmäßig gucken, die grüße ich jetzt ganz, ganz, ganz besonders. Finden wir ganz toll, dass sich so ein paar, sage ich mal, gefunden haben, die wirklich regelmäßig sich da auch informieren, was wir machen, wo wir sind und wie es uns geht. Das ist total süß irgendwie. Wer weiß, wo wir uns
in den nächsten Videos, in welchem Urlaub, mal wiedersehen, was als nächstes kommt. Es ist ja alles im Moment. Mal gucken, wie es in der Arbeit weitergeht mit Corona-Bedingungen und sowas da alles. Bleibt gesund, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart auf unserem Kanal. Feel free on tour.